Wir bilden bei der Firma Spiel GmbH den Elektroniker für Betriebstechnik aus. Er ist quasi einer von vielen Kollegen bei uns im Unternehmen. Wir haben ca. 55.000 Mitarbeiter deutschlandweit und in Berlin sind wir 370 Mitarbeiter. Wir haben verschiedenste Standorte in Hamburg, Erlangen, München, Stuttgart, Berlin. Es ist auch möglich, intern bei uns die Arbeitsstätten zu wechseln und auch mal andere Zweige bei uns kennenzulernen. Wir arbeiten hier in dem Deutschen Historischen Museum und kümmern uns um die technischen Einrichtungen. Zum Beispiel ist eines, dass die Ausstellungsstücke eine bestimmte Temperatur haben müssen und eine relative Luftfeuchtigkeit, dass sie nicht anfangen zu verschimmeln oder auch Wellen schlagen. Dafür ist die ganze Technik hier, die ganzen Elektrogeräte, und dass wir die Raumtemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit konstant halten, auch während den Besuchern und unterschiedlichen Außentemperaturen. Und ich bin Objektleiter, betreue derzeit 6 Liegenschaften verschiedenster Größe, großteilig Industrie- und Logistikzentren. Nebenbei betreue ich noch die Lehrlinge als Ausbilder und gucke, dass die Lehrlinge ihrer Arbeit nachkommen, die rechtlichen Pflichten eingehalten werden, sowie die Arbeitszeiten, und dass sie vernünftig ihre Ausbildung uns absolvieren, sodass sie mit einem guten Prüfungsergebnis die Ausbildung verlassen. Elektroniker für Betriebstechnik ist sehr vielseitig. Man lernt verschiedenste Schaltungen kennen, sowie auch Steuerungen und Regelungen, wie zu Hause, dass die Heizung generell warm ist, man muss Schaltkreise überprüfen und Fehler herausfinden, dass das alles dementsprechend funktioniert. Jeder Auszubildende, der uns im Prinzip von der Firma hier zugeteilt wird, lernt halt hier die Grundlagen der Elektrotechnik und der Klimatisierung. Das ist Basiswissen in großen und öffentlichen Gebäuden wie diesem und wie diesem Museum. Ich bringe halt natürlich als Ausbilder den Auszubildenden die gewissen Dinge bei. Für den Beruf Elektroniker für Betriebstechnik wäre es schön, wenn wir gute Noten hätten in Physik und Mathe, also 2 bis 3. Wenig Fehlzeiten und die Pünktlichkeit ist bei uns wichtig. Da wir in einem großen Konzern, wie eine Familie zusammenarbeiten, muss sich jeder auf den anderen verlassen können. Und wenn das Gespräch positiv verläuft, gibt es noch ein Praktikum bei uns für ca. 1 Woche in einem unserer Objekte, wo wir Sie genauer kennenlernen und Sie uns genauer kennenlernen.